Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nordfriesischer Marsch 2.1 hier. Ups. Also der Unterschied ist natürlich auch vom Autoload zum manuellen Paletten der Schwerpunkt, wie man gerade sieht. Die selbstverladenen Paletten drücken uns fast in der kleinsten Kurve mit der kleinsten Geschwindigkeit aus der Bahn, wobei die Autoload verladenen Paletten scheinbar keinen wirklichen kein Gegengewicht bieten. Aber egal, wir wollen die ganzen Mehl hier hinbringen. Und ja, ich hoffe insgesamt mein Setup kam ganz gut an bei euch. Und mir ist natürlich gerade eben noch aufgefallen, was habe ich vergessen. Ich könnte mir vorstellen, dass dem einen oder anderen aufgefallen ist. Ich habe so, glaube ich, wirklich alles erzählt. Prozessor, Festplatten, Kühler, Laufwerk, Netzteil, Gehäuse. Und der PC-Kerne, ach hier, Arbeitsspeicher. Mainboard. Was steckt noch im Mainboard? Was ist eigentlich auch extremst wichtig? Ohne was bringt mir das alles? Obwohl, na gut, da ist ja ein Intel-Grafikprozessor drauf, aber ganz klar, die Grafikkarte fehlt. Und zwar, sorry, falls es jemandem schon aufgefallen war und er jetzt noch einen halben Tag oder einen Tag warten musste, je nachdem, wenn man die Folge gesehen hat. Leder nicht ab. Danke. Ja, es ist geworden, oder es soll werden. Doch ist der Rechner nicht da, deswegen muss ich immer noch sagen, es soll werden. Noch ist es nicht. Es soll werden eine 8 GB Asus GeForce RTX 2080 Dual ja, OC Overclocked. Mal gucken, wie das Teil läuft. Ich bin gespannt. Freue mich drauf und hoffe natürlich, dass das ganze Setup harmonisch zusammenarbeitet, was damit das Wichtigste ist, und das nicht nur, ich sag mal, kurzfristig, sondern auch über längere Zeit. Hier ist nichts zu holen, keine Tomaten. Wir wollen jetzt heute noch mal einen kleinen Überblick verschaffen, was hier unten die Produktion eigentlich hatten oder brauchten oder noch müssen, was ist hier? Kartonpalette. Ansonsten ist für Mario noch genug da. Zucker, Tong, Ketchup. Sollten wir eigentlich noch mal hinbringen, weil es bringt immer viel Geld. Also Zucker, Karton. Gibt es bestimmt auch bei der Zeltstoff, oder? Manchmal ist da ja immer was zu holen. Ein Karton, ein bisschen. Ein Papier, ein bisschen. Alles. Mann, mehr oder weniger. Dann laufen wir rüber zum Palettenlager, weil da stehen ja die ganzen LKWs. Machen wir uns mal einen von. Holen wir uns ein bisschen Zucker, ein bisschen Karton. Ja, genau. Machen wir erst hier. Was ist zu viel hier? Ich weiß gar nicht genau, sollen wir den Rest denn auch einlagern? Falscher Modus. Auch auf Quader. Was denn? Weil wir die auf Abstreifkante teilweise auch umgerüstet haben, glaube ich. Von meiner Meinung nach ist das schon mehr als genug. Egal, das ist doch einfach wie sonst auch. Einmal hier rüber schmeißen. Das können wir direkt, das schmeißen wir noch unterwegs ins Zentrallager. Sinn.
Gott, ich sehe es jetzt schon kommen. Das artet extremst in Arbeit aus, das Ganze verkaufen. Aber soll natürlich, wir hatten ja schon mal einen Mega-Verkauf. Das soll diesen natürlich nochmal toppen. Aber wer weiß, ob die Gate-Uhr nicht nachher bis zur 1000. Folge dreht. Bei der Menge an Paletten. Kann passieren. Weil die Folge kommt doch immer näher. Zucker. Ich würde sagen, das reicht eigentlich schon. Das lassen wir stehen. Vielleicht kommen wir doch noch mal irgendwann vorbei zum Abholen. Weiß ich nicht. Gut, dann fahren wir damit jetzt komplett rund. Also erstmal fahren wir beim Palettenlager noch Palettenlager durch den hinteren Anhänger im Waren. Ach Gott. Okay. Waren Produktenlager loszuwerden. Kein Wasser mehr da, deswegen wird nichts mehr produziert. Da kann man nichts machen. Der Wasserhain hier steht wohl noch bei der Obstfarm. Ist jetzt nicht gerade nebenan. Gemüse waren wir noch nicht. Gemüse und Pellets. Und was auch mal eine interessante Sache wäre, Zement. Da noch mal irgendwas auf Vordermann bringen sollten. Wirklich wär's. Slalom. Alles weg. Bin auch echt gespannt, was wir nachher alles so im Lager haben. Bevor wir dann verkaufen, werden wir natürlich erstmal checken, was ist da jetzt eigentlich alles angekommen. Was sein? Was bringt der denn jetzt? War schon eine Menge. Nochmal. Ja, das werden wir ja wie gesagt auch nicht in 3 Folgen alles verkaufen können. Niemals. Alleine das Verladen der perfekten Zusammenstellung je Supermarkt, je Verkaufsstation wird bestimmt eine Woche dauern, oder? Wenn man hier sieht, wir müssen ja nachher gucken. Okay, Fleisch, McDonald's zum Beispiel. Will McDonald's noch irgendwas im Top? Bierkasten zum Beispiel. Also würde man jetzt versuchen. Volle Ladung, Bierkasten und Fleisch ab zu McDonald's. Apropos Fleisch sollten wir dann auch nochmal mitnehmen. Also, wir machen jetzt eine kleine Tour. Versuchen uns das zu merken. Erstmal fahren wir zur Ketchup und Mayo Production. Bringen da bringen Zucker und Karton hin. Dann. Nicht egal, worum wir fahren. Ich glaube, ich fahre gleich rechts um die Insel. Das ist, also weiß ich nicht, ist vielleicht ein minimaler Umweg, ne? Aber es ist halt schöner zu fahren. Und dann fahren wir mal hier über die Brücke. Hier klappt die Brücke ja auch noch nicht. Ja, hier haben wir Dauer offen. Ist aber schon ein cooles Gimmick im Matchbereich, diese Brücke, die immer so ein bisschen ja, Zufall noch mit reinbringt. Schon mehr Strategie. Schon mehr Panik nach dem Motto, ich muss aber noch schnell. Die Brücke öffnet gleich. Komm nicht mehr rüber. Aber egal. Ja, also man sieht es hier, ne? Dann würde man auch weiter gucken, wenn man dann seinen LKW noch nicht voll hat und sieht, ah, Sahne. Donald braucht irgendwie auch Speiseöl und Sahne. So, auf, ne? Ist bestimmt was vorhanden. Mach das Lager leer, ob es nicht mehr geht. Und dann wird das alles dahin gebracht. Da wird er erstmal dahingestellt und dann wird die nächste Ladung gemacht. Dann gucken wir weiter oben und sehen, okay, Joghurt oder Obstler.
Obst ist ein bisschen wieder am Fallen. Leider. Da haben wir noch Ketchup im Stadion und so weiter und so fort. Zeitung. So möchte ich, also hoffe ich mal, dass ein bisschen rübergekommen ist, wie wir das nachher alles verkaufen wollen. Also viel mehr geht dann nicht. Ne? Bei der Menge an Produkten, die wir haben, an der Vielfalt an Produkten, die wir im Zentrallager haben, wir haben dann so gut wie alles in einer gewissen Menge da und kann da richtig zuschlagen. Dann verteilen wir die ersten 4 LKWs an 4 Verkaufsstationen. Laden das alles ab. Fahren wir den LKWs dann schnell wieder zum Zentrallager hin und machen die nächsten Ladungen. Weil wir wollen ja auch ein bisschen was zum Beispiel am Baumarkt verkaufen. Wollen dann vielleicht was am Paletten verkaufen. Oder wollen dann sogar nachher noch mehr verkaufen. An der gleichen Station, weil halt noch mehr vom Produkt da ist und man mit der ersten Ladung lange nicht hingekommen ist. Mal überlegen, dass wir einigen Produkten da 40 Paletten haben, dann ist es nur eine Sorte von dieser Paletten, die wir dann erstmal hinbringen und erst im zweiten Anlauf kommen wir dann mit einer anderen Ladung. Und parallel möchte ich ja gerne 2 oder 3 Busplay-Fahrer haben, die uns, die darum bemüht sind, sag ich mal so. Erstmal abladen, Augenblick. Einer mehr. Nur einer, der Rest, genau. Das kommt drüben hin. Die dann für uns bemüht sind, Getreide zu verkaufen. So. Brauchen wir den Ketchup. Also verbrauchen wir hier Tomaten und Eier, damit wir nochmal ordentlich Ketchup rankriegen. Das lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal. Kann sein, dass sowas nachher im allerletzten Verkauf dann erst zustande kommt. Weil es ist jetzt so ein bisschen auch die letztmaligen Belieferungen von den Produkten. Absehbar. Gut, jetzt haben wir zurück über die Molkerei. Holen uns da die beiden benötigten Rohstoffe oder holen uns eigentlich alles raus, was in der Molkerei bisher drin ist. Nicht viel. Das holen wir uns alles raus. Was machen wir heute noch? Dann wollen wir damit zur Bäckerei. Ja, wollen wir zur Bäckerei. Und da dann auch Kuchen und Backwaren noch herstellen lassen. Brot läuft ja schon. Kann man dann schon mitnehmen, Brot. So. Dann das auch. Dann holen wir noch Fleisch. Dann ist die Ecke meiner Meinung nach komplett aufgeräumt. Dann geht es für uns nochmal nach wie vor zu Pellets und zum Gemüse. Aber wir dann auch nicht. Geht ja auch dazu. Ja, und die Verkaufsdinger, ich weiß noch nicht genau, ich glaube, ja, wir müssen natürlich ein bisschen gucken, dass wir sinnig verkaufen. Wir haben zum Beispiel ohne eine Hackschnitzel im Lager, was ich gerne verkaufen will, denn an der Station, wo Hackschnitzel theoretisch am meisten Geld bringt. Wenn aber das jetzt auch das Heizkraftwerk ist und beim Heizkraftwerk da stehen Pelletspaletten vor, dann haben wir ein Problem. Dann funktioniert das natürlich. Ich weiß es noch nicht. Wir haben so viel Zeugs zu verkaufen, auch in loser Form aus dem Lager. Und wir gehen das Lager gleich gerne nochmal gemeinsam durch. Das könnten wir zum Abschluss der heutigen Folge einfach nochmal machen. Zeige ich hier mal über Escape-Menü, was wir eigentlich alles so Nettes in Schüttgutform, also in Getreideform, in unseren Lagern aktuell bunkern. Nicht wenig. Dann haben wir noch ein bisschen Diesel, das soll auch verkauft werden an den Tankstellen. Also die 10 Millionen Marke, das ist ja geschenkt, ne? Ob wir auf 15, ja, ich glaube 15 Millionen auch. 20 Millionen, weiß ich nicht. Komm, gibt uns die paar Produkte, die ihr bisher habt. Oder Sahne, Vollmilch. Brauchen wir alles. 2 Paletten für die Molkerei immerhin. Ja, dann ist auch die Überlegung, was machen wir mit dem unserem Fleisch? Weil was machen wir mit den ganzen Rindern? Entweder heißt es die ganzen Rinder, Rinder mit den Rindern, ab in die Wurst, ab ins Fleisch.
Schiebe. So verkaufen. Also eine Option, noch mehr Milchkühe zu machen, ist für mich nicht. Ich glaube, da haben wir eh fast die 1000 geknackt. So, wir machen kürzer mal ab. Habe ich gelernt bei McManus. Einfach über die Felder fahren. Ist ja ein abgeerntetes Feld von uns, macht ja gar nichts. Da können wir ganz klar so rüberfahren. Sollten uns aber dann auch in Richtung Bäckerei orientieren. Da haben wir echt langsam bald alles zusammengekratzt. Jetzt nur noch das Zeugs reinbringen hier, was wir brauchen. Was natürlich auch eine Überlegung ist, aber das wird zu heftig. Oder einfach nochmal eine Nacht zu spulen. Also die Zeit ordentlich vorzuknallen. Alles nochmal raus, was so ist an Produkten, damit überall nochmal das produziert wird, was wir jetzt angeliefert haben. Zack, zack, zack. So, viel ist ja nicht über. Ach ja, genau. Wir wollten aber Brot, nehmen wir ja schon gerne mit. Und zwar jetzt in die Kühlhalle müssen wir einmal, aber Lebensmittel können wir ja auch. Und zack. Oh, das ist auch mal nett. Bringt immer gutes Geld. So, Fleisch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, liebe Leute. Sollen wir die Nacht einfach nochmal komplett vorspulen? Die Produktion nochmal so weit leer laufen lassen, wie wir sie denn aktuell im jetzigen Stand gefüllt haben. Also einige Sammler werden mit Sicherheit nochmal an ihre Grenzen geraten und voll knallen. Dann kann man nochmal mehr ins Zentrallager reinpacken. Und ihr sagt dann, nee, hört bloß auf damit, verkauft jetzt endlich mal den Mist. Also schreibt mal gerne rein in die Kommentare. Ich glaube, ich hänge jetzt hier fest, aber bin auch schon wieder. Auf jeden Fall immer noch schlecht Wetter, wird uns wahrscheinlich dann auch noch, oder wird uns definitiv auch noch morgen erhalten bleiben. Das ist jetzt schon mal sicher. Ich danke euch fürs Zuschauen, das war's. Vielen, vielen Dank. Morgen gerne wieder dabei sein. Bis dann und tschüss.